Entschuldigung. Sind Sie Josi Schokoflop 123? Josi Schokoflop 123, ja. Und Sie? Triathleten-Titan Paul. Ach so, ja. 345. Schön. Ja? Ja. Ich habe schon mal angefangen zu essen, weil Sie sind ja 2 Minuten zu spät. Ja, das habe ich gesehen. Ja, entschuldigen gut. Sie meine Verspätung. Das kein Problem. Also, ich werde da nicht rangehen. Das ist gut, wir haben auch nicht so viel Zeit. Sie stellen eine Frage, ich stelle eine Frage und dann müssen wir wahrscheinlich den Tisch weiter. Ja, Ladies first. Gut, was ist in Ihrer Kindheit schiefgelaufen? Mein Vater ist mit 9 gestorben. Ich bin mit meiner Schwester zusammen bei meiner Oma aufgewachsen. Was wundervoll war, aber es hat trotzdem was gefehlt. Und bei Ihnen? Ich habe meinen Vater nie kennengelernt. Ich bin auch bei meiner Oma groß geworden. Mhm. Und meine Mutter war eigentlich nie eine Mutter. Hm. Zweite Frage. Sie gehen auf eine einsame Insel. 3 Sachen nehmen Sie mit. Welche 3 Sachen sind das? Schokolade, ein Bild von meiner Oma und Schokolade. Und Sie? Mein Fahrrad, meine Tochter Luna und mein MP3-Player. Sie machen Sport. Sie haben eine Tochter? Ja. Hm. Ob das was mit den beiden wird, Sandro? Ja, man sagt doch, Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Ja, es ist schon wirklich sehr gegensätzlich. Aber bei den Traumpaaren, die sind ja irgendwie immer zusammengekommen, oder? Die letzten Jahre, du musstest das ja wissen. Bisher schon. Ach, und du meinst, vielleicht ist es dieses Jahr, also vielleicht ist da alles anders. Wer weiß, wer weiß. Okay, da bin ich gespannt. Ich auch. Ihr auch? Schaltet ein. 15.10 Uhr. Montag bis Freitag. Im Ersten. Ach, wir müssen noch sagen, wer wir sind. Ach so. Das ist der Sandro Kürze. Und das ist die Lena Konzendorf. Die spielt die Josephine Klee. Josephine. Und du der Paul Lindberg. So sieht's aus. Cool, wir freuen uns, oder?